Na, alles klar? Alles gut soweit. Ja, bei dir? Super. Ja, das Trainingsauftakt war ja. Wir haben ein paar neue Spieler bei Rot-Weiß. Was sagst du? Ja, also Trainingsauftakt war, glaube ich, wirklich eine gelungene Geschichte. Waren ein paar hundert Leute da, ich glaube so um die 500, volle Hütte, super Wetter und ja, die Neuzugänge. Also ich will da jetzt gar keinen rausheben oder so, sondern einfach mal so durch die Bank, fand ich, konnte sich da durchaus sehen lassen. Also ich habe einen sehr positiven Eindruck gewonnen am Mittwoch auf jeden Fall von allen Neuzugängen. Also da war jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, weiß nicht, ob das ein guter Neuzugang wird. Also sah sehr vielversprechend aus, finde ich. Ja, ich meine, wir haben ja insgesamt 8 Zugänge. Und zwar in der Abwehr ja Michael Schulz, dann Gianluca Zwajkowski, Tobias Kraulich, Berkant Gedikli, Jimmy Caparros, Tom Mustier, Robby De Häse, Ramien Safi. Habe ich noch einen vergessen? Nee, mir fällt jetzt keiner ein. Nee, ich glaube nicht. Ja, und dann habe ich aber noch hier so ein bisschen markiert, Ekin Çelebi, ne? Ja, ist auch ein halber Neuzugang, ne? Also wir haben ihn ja schon lange bei uns, aber im Pflichtspiel noch nicht gesehen. Genau. Er hat noch kein Pflichtspiel gemacht, meine ich. Ja, ne, er hat noch kein Pflichtspiel gemacht. Ich meine, im Test gegen ersten FC Köln hat er, glaube ich, gespielt, ne? Stimmt, ja, Aber genau. ist ja offensichtlich kein Pflichtspiel, sondern ein Test gewesen. Ja, und der hat letztes Jahr auf mich in der Vorbereitung, ehrlich gesagt, schon, da hat er ja auch Teil der Vorbereitung noch mitmachen können, hat er wirklich einen guten Eindruck gemacht. Also, der scheint jetzt auch wieder voll im Saft zu sein und topfit zu sein. Also, oder was heißt topfit, aber voll einsatzfähig zu sein, sagen wir mal erstmal, weil er trainiert ja voll mit. Und ich fand, ja, hat sich auch irgendwie angefühlt wie ein Neuzugang und hat sich aber gut in die Mannschaft integriert. Also, der hat auch einen richtig positiven Eindruck hinterlassen, fand ich. Da freue ich mich drauf. Also, das ist gefühlter Neuzugang. Ja, ich meine, wenn er fit ist, ist er vielleicht wie so ein Neuzugang, ne? Also könnten wir den auch noch mal mit reinnehmen, so wenn wir mal durchgehen, ne? Ja. Wollen wir die Jungs einfach mal durchgehen? Ja, Oder gerne. Können wir gerne machen. ja, haben wir ja in der Innenverteidigung verpflichtet, zuletzt Michael Schulz. Ja, also ich würde sagen, also was von Beginn an aufgefallen ist, er ist nochmal einen Kopf größer als alle anderen Spieler. Also er ist auf jeden Fall über 1,90 und überragt alles auf dem Trainingsplatz, größentechnisch zumindest. Ja, ist ein gestandener Drittligaspieler, hat bei Viktoria Köln, war Stammspieler, absolut gesetzt in der Innenverteidigung. Und ich denke, den Anspruch wird er bei uns auch haben, Stammspieler zu werden. Und ja, die ersten Trainingseinheiten fand ich, die haben das auch bestätigt. Also das ist ein sehr kopfballstarker Spieler, defensiv wie offensiv. Also der hat als Innenverteidiger letzte Saison 5 Tore gemacht, was ich jetzt wirklich schon beachtlich finde für einen Innenverteidiger. Und ja, Erinnert an haben Daniel Heber, ne? schon irgendwie, ne? Also Außer ja. von der Größe. Gut, der war ein bisschen kleiner, das stimmt auf jeden Fall. Ja, größentechnisch haben wir auf jeden Fall zugelegt. Ich meine, hatten wir letztes Jahr auch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich meine, nur weil der Spieler groß ist, heißt ja nicht unbedingt auch, dass er kopfballstark ist. Wenn ich da jetzt an Vinko Schabina denke zum Beispiel, ne? Der war jetzt sehr groß gewachsen, aber war jetzt kein Kopfballungeheuer, fand ich. Da Ich sehe glaube, ich ein das bei. Kopfballtor hat er nicht gemacht, ne? Ich glaube nicht, ne. Elfmeter, Fernschüsse fallen mir jetzt so spontan ein. Das stimmt. Ich kann mich an eine Szene erinnern beim ersten Training letzte Saison. Da kam so ein Ball aus 25 Metern und der kam ungefähr auf Kopfhöhe und er hat den Fuß genommen, um den Ball runterzuholen und hat den nicht mit dem Kopf oder mit der Brust weitergeleitet. Also hat schon seine Präferenz irgendwie da angedeutet. Aber Michael Schulz fühlt sich in der Luft durchaus wohl, aber auch am Boden. Also ich fand den auch stark am Ball und im Aufbau jetzt, soweit man das beurteilen kann in den ersten Trainingseinheiten. Fand ich, sah wirklich gut aus. Also ist ein gestandener Drittligaspieler, der hat Erfahrung und ja, der wird da hinten Stabilität bringen, auf jeden Fall. Dem kann ich nichts hinzufügen. Kommen wir zu Gianluca Zwajkowski. Ja, ist ja ein sehr junger Spieler auf jeden Fall. Also ich denke, ja, da sieht es dann etwas anders aus. Ich muss ehrlich gestehen, die ganzen jungen Jungs,
Ich kann ihn noch nicht richtig auseinanderhalten auf dem Trainingsplatz. Also das war jetzt, die letzten Tage waren jetzt irgendwie, war jetzt nicht so einfach, sich die neuen Namen zu merken und auch den Namen dann den Spielern zuzuordnen. Ich meine, bei manchen hat es schnell geklappt, bei den Jungen, da hing ich irgendwie hinterher. Aber ja, ich glaube, es geht vielen so ein bisschen so, entschuldige, wenn ich da einhake, aber ich glaube, viele RWE-Fans, die haben jetzt gesehen, da ist jetzt quasi wie so eine neue Mannschaft auf dem Platz. Ne? Also wir hatten erstmal die 8-9. Ich glaube, am Mittwoch waren dann auch noch etliche aus der Jugend mit auf dem Platz, sodass du viele erstmal gar nicht kanntest. Okay, klar, vielleicht bei den Neuverpflichtungen von den Fotos oder was oder Videos, wo sie bisher gespielt haben. Aber zu den Neuen kamen ja noch dann die aus der Jugend dazu, sodass viele, glaube ich, gar nicht wussten, wer ist jetzt da auf dem Platz. Ne? Ich glaube, es ging einigen Fans so, ne? Ja, genau. Also die haben quasi den Kader ein bisschen aufgestockt am Mittwoch mit jungen Spielern, weil uns ja auch noch der ein oder andere Neuzugang fehlt oder sagen wir mal, der ein oder andere Neuzugang noch kommen wird. Und ja, deswegen der Kader noch nicht vollständig ist, hat man so die freien Plätze mit jungen Spielern aufgestockt. Deswegen war es ein bisschen, ja, verwirrend, mal zu gucken, wer ist denn jetzt eigentlich ein Neuzugang, der wirklich für die erste Mannschaft gedacht ist. Wer trainiert hier gerade mit, wer hat vielleicht auch schon einen Profivertrag, also waren wirklich ganz, ganz viele neue Gesichter auf dem Platz, aber ich kann auch für ihn sagen, also auch er hat einen guten Eindruck hinterlassen, also da war jetzt keiner dabei, auch von den Jungen nicht, wo man sagt, oh, ist vielleicht ein bisschen früh hier mit zu trainieren oder ja, die da jetzt an den Seniorenbereich ranzuführen, das sah wirklich vielversprechend aus, auch von den Jungs, die haben ihre Sache trotz 30 Grad super gemacht. Okay, also ich denke mal jetzt hier Gianluca und Berkant Gedekli, sind jetzt nicht unbedingt als Stammspieler, sage ich mal so, verpflichtet worden, als potenzielle Stammspieler, sondern eher so als Perspektivspieler, dass man die mittrainieren lässt, dass man ihnen ja wahrscheinlich auch 21 Minuten dann geben wird, dass sie sich mal zeigen können, dass sie sich entwickeln können. Ne? Ich glaube, die sind eher für die Entwicklung, sage ich mal so, gedacht. Und jetzt nicht unbedingt als Stammspieler vorgesehen, aber wer weiß, wie sich das im Training entwickelt. No, kann ja alles werden. No? Aber ich glaube, erstmal sind beide so eher als Entwicklungs- und Potenzialspieler für die Zukunft gedacht und noch nicht unbedingt jetzt für die erste Elf, für die Stammelf jetzt erstmal. No? Ja, genau, stimme ich dir zu. Und ich finde, man hat in der Vergangenheit ja auch gesehen, dass es auch Jungs gab, die relativ jung gewesen sind und bei uns dann auch den Sprung geschafft haben. Ne? Also die dann wirklich auch in der ersten Mannschaft, wenn ich jetzt mal an Völke oder Nils Kaiser denke, die haben da letztes Jahr in der Vorbereitung dann so krass überzeugt, dass man die mitgenommen hat. Und wo der Weg jetzt hingeführt hat bei beiden, sieht man. Also, ja, Völker spielt jetzt in Mannheim und Kaiser hat jetzt bei uns einen Vertrag gekriegt, weil er dann auch überzeugt hat eigentlich, wenn er gespielt hat, ne? Ja, genau. Der ist da fest eingeplant in der ersten Mannschaft und hat er sich auch verdient, finde ich. Gut, wenn wir jetzt mal von den Jungen noch, sag ich mal, ja, weggehen. Also hier übrigens beide 2005 geboren, also jetzt noch 19, wenn ich mich nicht täusche, beide. Beziehungsweise Gianluca ist, glaube ich, sogar erst 18, der wird 19 morgen, wenn ich mich nicht täusche, hat er morgen beim Testspiel. Nee, warte, heute ist der 28. Übermorgen, am Sonntag hat er Geburtstag. Okay. Das heißt, es sogar erst 18 wird 19, also beides noch sehr junge Spieler. Herzlich willkommen, kann man sagen. Dann kommen wir als nächstes zu Tobias Kraulich von Dynamo Dresden. Also Tobias Kraulich ist auch ein ganz spannender Neuzugang, finde ich, weil das auch ein gestandener Drittligaspieler ist. Also der hat einen richtig guten, ich habe den zwei, drei Mal gesehen sogar letzte Saison, und der hat einen richtig guten Spielaufbau. Der hat leider ein bisschen Pech gehabt, verletzungstechnisch letztes Jahr, und hat nicht so viele Spiele gemacht. Ich glaube, nur ein Drittel der Spiele. Wenn er denn fit war, dann war er aber auch gesetzt. Also der war Stammspieler bei Dynamo und wäre auch gewesen und auch geblieben, wenn er da von dem Verletzungspech verschont geblieben wäre. Also ist auf jeden Fall ein Spieler, der, wenn er fit ist und vom Verletzungspech verschont bleibt, auch ein Kandidat für die Startelf ist. Also ja, ist ein gestandener Drittligaspieler, hat auch jetzt beim Training einen souveränen Eindruck gemacht, ist sehr schmal, aber auch etwas größer, also auch ein großer Innenverteidiger. Kopfballstark, zweikampfstark, das hat man im Training schon gesehen und ja, auf den freue ich mich und hoffe, er bleibt vom Verletzungspech verschont. Dann bin ich mir sicher, dass wir uns nicht allzu große Sorgen über den Abgang von Felix Götze zum Beispiel machen müssen.
in der Innenverteidigung jetzt. Also ich finde, die beiden neuen Einkäufe, das sind schon, ja, das sind schon Ausrufezeichen, die da auf dem Transfermarkt gesetzt wurden. Man hat das gesehen im ersten Training. Das sind keine Spieler, die lange brauchen werden, um sich hier zu akklimatisieren, sondern das sind gestandene Profis und das hat man gesehen. Die gehen voran und ja, sind auf ihrer Position gute Jungs. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Tobias Kraulich fit ist, weil da wurde gesagt, auch glaube bei der Verpflichtung haben die gesagt, mittelfristig soll er uns weiterhelfen, noch nicht kurzfristig, also mittelfristig heißt vielleicht noch nicht zu Saisonauftakt, ich weiß es nicht, er hat jetzt glaube mittrainiert, aber ja. Genau, aber er hat auch, ich glaube, den zweiten Teil des Trainings oder jetzt zumindest am Mittwoch, am Ende zum Ende hin, hat er dann individuell weiter trainiert. Hinterm Tor. Also hat jetzt nicht, ich glaube, der Christoph Dabrowski hat auch gesagt, er will irgendwie ein bisschen langsamer und behutsam ranführen, so wie man das quasi letzte Saison bei Lukas Brumme gemacht hat. Erstmal schauen, wie verträgt er die Belastung und dann gucken, ob man das Pendeln steigern kann. Ist, glaube ich, auch der richtige Weg, wie man bei Lukas Brumme gesehen hat, ne, dass man da lieber bevor man dem Spieler da zu viel zumutet, lieber Step by Step schaut, wie kann man die Belastung da steuern. Und ich glaube, da haben wir wirklich auch eine gute medizinische Abteilung oder gute Physios, weil wir haben relativ wenig im Liga-Vergleich mit Verletzungen und gerade muskulären Verletzungen und solchen Geschichten zu kämpfen. Habe ich mich mal schlau gemacht, das ist wirklich so. Also wir haben da mit einer der besten medizinischen Abteilungen, wenn man das darauf zurückführen will, ist natürlich auch immer die Frage, ne? Kann natürlich auch einfach Glück sein, dass die alle irgendwie frisch und gesund geblieben sind. Und manchmal geht es ja schneller, als man denkt. Aber ich muss sagen, ich halte das für den richtigen Schritt. Und mittelfristig wird er uns auf jeden Fall spätestens weiterhelfen. Aber das sah jetzt schon auch vom Einsatz her nicht so aus, als wenn der jetzt noch lange brauchen würde, fand ich, bis der wieder auf voll einsatzfähig ist. Soweit ich das beurteilen kann von außen. Denn natürlich muss man sehen. Aber spannender Spieler auf jeden Fall. Ja, also da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen und also wird man sehen, wie sich die Truppe dann vielleicht im Zusammenspiel eingespielt hoffentlich zeigt, aber in der Verteidigung sind wir auf jeden Fall erstmal optimistisch, kann man sagen, ne, als Fazit, ne? Finde ich schon und wir haben ja nicht nur die beiden Neuzugänge, wir haben ja auch noch Mustafa Kuruma, wir haben noch Rios Alonso, Stammspieler aus der letzten Saison, das sind mit Sicherheit auch Spieler, die ihre Ansprüche haben und das wird auf jeden Fall ein harter Konkurrenzkampf. Da wird ein harter Konkurrenzkampf, auf jeden Fall. Gerade in der Innenverteidigung, Kuruma hat Innenverteidigung gespielt, Enne Alonso Innenverteidigung hat die letzten 4 Jahre, seitdem er da ist, eigentlich fast kein Spiel verpasst. Und dann noch Kraulich und Schulz dazu, dann, wenn die alle fit sind, dann haben wir einen echten Konkurrenzkampf auf jeden Fall, ne? Ja, und da hat ein Luxusproblem dann. Gut, defensives Mittelfeld, da hatten wir leider einen Abgang nach Dynamo Dresden, aber hey, immerhin haben wir da ordentlich Geld noch eingenommen für und auf der Position jetzt einen neuen namens Jimmy Kaparos. Ja, also wenn ich jetzt, also gerade nach ein paar Trainingseinheiten finde ich immer schwer, sich da schon krasses Urteil zu bilden, aber wenn ich jetzt einen hervorheben muss von den Neuzugängen und sagen müsste, wenn du mich fragen würdest, wer hier Neuzugang dir am besten gefallen hat, dann war das bei mir persönlich auf jeden Fall bis jetzt Kaparos, weil ich war da echt erstaunt. Also ich fand den echt krass. Das war, ich will da jetzt keinen Vergleich ziehen, weil ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, aber letztes Jahr, als ich Winko Schapina das erste Mal gesehen habe beim Training oder die ersten beiden Male, habe ich auch einen sehr positiven Eindruck gehabt und gedacht, das ist schon jemand, man sieht schon, warum wir den verpflichtet haben. Und ich finde, bei Kaparos ist es genauso. Also klar kommt er aus der Regionalliga, aber ich finde schon jetzt hat er sich so gut in die Mannschaft integriert und auf dem Platz, der geht voran, der ist defensiv stark in der Balleroberung, der hat eine gute Ballkontrolle, eine gute Übersicht, einen guten Schuss auch. Also der ist kopfballstark, sehr schlank auch und schnell auch. Also der hat mir richtig, richtig imponiert und richtig gut gefallen. Also ich finde, das ist ein sehr guter Einkauf und bin mal gespannt, ob er spielen wird oder wie der sich bei uns entwickelt. Also ist ein ganz spannender Spieler und den fand ich richtig, richtig stark. Okay, also ich sehe den bis jetzt als gesetzt in unserem aktuellen Kader auf der Position defensives Mittelfeld. Er fordert den Ball, der versucht auch so ein bisschen das Spiel an sich zu reißen, wenn es denn da in der
Nähe von seiner Position ist, dass der Ball da irgendwo langläuft, dann will er den Ball auch haben, fordert ihn ein, ist dann auch ja, zweikampfstark und macht das auch gut, denke ich. Ne? Ja, stimme ich dir in allem zu. Sehe ich genauso. Also wirklich ganz, ganz toller Neuzugang. Dann haben wir im zentralen Mittelfeld Tom Mustier. Mhm. Also Tom Mustier kommt ja von Hannover aus der zweiten Mannschaft, die uns auch beglücken oder nicht beglücken in der neuen Saison. Also eine zweite Mannschaft, die aufgestiegen ist, hat bei Hannover gespielt. Und ich habe den, ehrlich gesagt, das erste Mal gesehen jetzt in den Relegationsspielen. Also Hannover musste ja als Nordmeister in die Relegation gegen die Würzburger Kickers. Und da im Hinspiel ist er eingewechselt worden. Da hat er nicht so lange gespielt, glaube eine halbe Stunde so um den Dreh. Und im Rückspiel hat er durchgespielt. Ich muss sagen, der erste Eindruck im Hinspiel, da bin ich ehrlich, der war bei mir so durchwachsen, fand ich jetzt nicht so stark, muss ich ehrlich sagen, und habe gedacht, okay, ganz solide, aber jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht, habe ihn jetzt nicht so stark gesehen. Im Rückspiel habe ich ihn dann richtig stark gesehen, also da fand ich ihn super. Im Hinspiel hast du nicht so gut gesehen und im Rückspiel besser, wobei ich glaube, im Hinspiel wurde er eingewechselt, ich glaube, der Kicker oder so, die vergeben gar nicht unbedingt Noten, wenn die erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, die Spieler, ne? Das stimmt. Ich glaube, nur wenn es wirklich noch irgendwie so ist, dass man eine Note vergeben kann. Ich glaube, das muss schon über eine halbe Stunde sein, meine ich. Ne? Also mindestens eine Halbzeit, oder? Irgendwie so. Ich meine nur, wenn irgendwie die angewechselt so werden, irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt vergeben die keine Noten mehr. Genau. Aber ja, wie gesagt, also im Hinspiel fand ich ihn nicht so stark. Im Rückspiel fand ich den dann bärenstark. Also wirklich in der Balleroberung, der hat um jeden Ball gekämpft, gegrätscht. Hat einmal unglücklich, hat ein bisschen Pech gehabt, hat einen Elfmeter verschuldet. Aber ich fand in der Situation konnte man ihm da noch nicht mal einen großen Vorwurf machen. Also würde ich jetzt, habe ich jetzt nicht so tragisch gesehen. Also war jetzt nicht so, dass man sagt, oh, was macht der denn da, sondern war eher vertretbar, also da hinzugehen. Kam halt einen Schritt zu spät, passiert, wird in der Saison auch dem einen oder anderen mal passieren. Von daher war das jetzt, war kein dramatisches Foul, war ein Allerweltsfoul. Aber er hat ein starkes Spiel gemacht und jetzt im Training, muss ich sagen, bestätigt sich der Eindruck eigentlich. Also es ist auch ein ganz spannender Spieler, der, wenn der Ball in seiner Nähe ist, der den Ball auch haben will und der vor allem seine Stärken, finde ich, in der Balleroberung hat. Also der wirklich stark darin ist, den Ball zu erobern und dann auch eine gute Übersicht hat. Also auch einen feinen Fuß. Also auch ein wirklich spannender Spieler auf seiner Position und mit Sicherheit auch jemand, der uns weiterhelfen kann. Ja, hört sich gut an. Dann haben wir noch rechts außen und links außen, ne? Rechts außen und links außen, ja. Wir haben noch den Robin de Heese, ne? Robby, glaube ich, nicht Robin, sondern Robby. Sorry, verzeih es mir, aber da sieht man schon, dass jetzt ein Spieler, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, den kenne ich auch nicht, den habe ich auch noch nie gesehen und habe den jetzt in den beiden Trainingseinheiten zum ersten Mal gesehen. Ist natürlich, ja, für ihn vielleicht auch nicht ganz einfacher Wechsel, weil ja, der Verein ist mehr oder weniger insolvent. Er kommt aus Belgien, also von Ostende, spricht die deutsche Sprache nicht, noch nicht zumindest, und ist vielleicht deswegen auch nicht so ganz einfach, aber man hat auch auf dem Trainingsplatz schon gesehen, ja, dass er durchaus mit dem Ball umzugehen weiß. Von daher finde ich, ist er ein wirklich interessanter Spieler. Ich glaube auch, dass da ja gerade durch die Insolvenz auch bei der Verpflichtung auch das ja, Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt haben wird, weswegen man den verpflichtet hat. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ich fand jetzt im Training ist er jetzt noch nicht so rausgestochen wie manch anderer, aber ich habe jetzt auch erst zwei Trainingseinheiten gesehen. Du hast jetzt schon drei gesehen sogar, glaube ich. Ne? Von daher ist, glaube ich, noch relativ früh, um das zu beurteilen, aber ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, da haben wir jemanden geholt, mit dem wir nichts anfangen können. Im Gegenteil sogar. Also ich habe da auch einen positiven Eindruck. Aber ja, muss man mal abwarten, wie der sich entwickelt. Aber am Ball kann er auf jeden Fall was und hat da schon ordentlich gewirbelt auf dem Trainingsplatz. Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen wir noch zu Ramin Safi. Ja, Ramin Safi. Ich finde, Safi ist ja einer von den Spielern, wo man vorher gesagt hat, so, ja, oder wo man oft gelesen hat, fand ich, wenn ich mal so Kommentare gelesen habe auf Facebook und auf Instagram, wo viele Fans
sich gefragt habe, ob das so der richtige Weg ist, Spieler aus der Regionalliga zu verpflichten. Und ich glaube, man muss immer ja das große Ganze im Blick haben. Und ja, man sieht ja, man hat viel mehr davon, wenn man eine Mannschaft hat, wo die Spieler wirklich zusammen funktionieren, als wenn man Einzelspieler hat, die große Namen haben, die irgendwann in der zweiten Liga vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren mal eine gute Saison gespielt haben oder 2, 3 gute Jahre hatten. Da finde ich, da kann man dann schon lieber einen Spieler aus der Regionalliga holen, wo man denkt, der hat Potenzial und der ist entwicklungsfähig, weil wir haben ja einen Trainer oder einen Trainerstab, der durchaus in der Lage ist, Spieler zu entwickeln, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und ich glaube, Safi ist so ein Spieler. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt gewesen von dem Speed. Also der bringt richtig Geschwindigkeit mit und hat trotz dieser Geschwindigkeit auch noch ja, eine gute Ballkontrolle. Und was mir auch aufgefallen ist, der hat jetzt links außen gespielt in den Trainingsspielen. Der hat auch eine gute Auffassungsgabe auch im Spiel zurück. Also wenn er den Ball verloren hat, wenn das mal passiert ist, dann ist er auch richtig schnell wieder mit zurückgelaufen und hat sich fast immer den Ball wieder zurückerkämpft. Fand ich auch sehr beeindruckend. Hat gute Pässe gespielt, ist wirklich ein Flitzer auf der Außenbahn. Also ich glaube, das ist jemand, der uns definitiv weiterhelfen wird. Da bin ich mir sicher. Hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Also war so ein Spieler, wo man da gesessen hat und gedacht hat, boah, okay, haben wir, ohne jetzt da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber haben wir auf der linken Außenbahn so viel Tempo, sagen wir mal, in die eine Richtung, habe ich schon lange nicht mehr gesehen bei uns. Also fand ich wirklich, wirklich spannend und wirklich gut. Der hat echt Zug zum Tor und hat auch einen guten Abschluss. Also das wird, wird glaube ich, spannend, den spielen zu sehen. Hat jetzt schon Spaß gemacht. Das hört sich doch gut an. Hört sich gut an, ja. Ich will jetzt nicht so viel Euphorie verbreiten, aber auch nicht auf die Euphoriebremse treten. Aber ich kann wirklich sagen, jeden einzelnen Neuzugang, den wir bis jetzt gesehen haben, da war jetzt keiner bei, wo ich gesagt habe, okay, da kann man den Wechsel nicht nachvollziehen oder das ist jemand, oh, da muss man gucken, ob das passt oder nicht. Das waren alles auf dem Platz Jungs, die sich sofort eingefügt haben und auch sofort ja, Teil der Mannschaft waren quasi. Ne? Also ich meine, klar, sind da jetzt einige dazugekommen, aber wir haben da doch auch etablierte Spieler, die schon ein bisschen länger hier sind. Und das hat schon toll gepasst im Zusammenspiel. Also muss ich echt sagen, für den Stand, dafür, dass die Vorbereitung jetzt gerade erst begonnen hat und auch im Hinblick auf die noch kommenden Neuzugänge, sage ich mal, wir sind ja noch nicht am Ende der Einkäufe quasi angelangt. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir da noch Spieler einkaufen wollen, gerade für die Offensive, für die Flügel und fürs Zentrum. Er nimmt schon vorweg, das wäre nämlich meine Frage an dich gewesen, aber er sagt schon, genau, wo braucht man denn noch neue Spieler? Aber du hast es schon gesagt, offensives Zentrum, offensiv außen, du sagst es schon, ne, da habe ich auch die Spatzen rufen hören, dass man da in dem Bereich vielleicht noch guckt, ne, noch jemanden zu bekommen. Ne? Das stimmt, ja. Wir haben da ja, viele haben es bestimmt auch gelesen, wir haben ja gerade Kontakt zu, oder der Verein hat Kontakt zu Ahmed Arslan. Ist natürlich auch so eine Personalie, die oft ja, die Gemüter spaltet und ich erinnere mich da letztes Jahr irgendwie so an die Terodde-Ente. Terodde wollte mal schön Fußball gucken. Sascha Peljan, ne, an dieser Stelle hat uns ja gesagt, er wollte ja ermöglichen, dass wir jetzt guten Fußball mal sehen können. An der Haftstraße hat ja geklappt, in die dritte Liga zu kommen, dass wir da jetzt guten Fußball sehen können. Also vielen Dank nochmal an der Stelle an Sascha. Schade, dass du nicht mehr dabei bist irgendwie. Aber danke nochmal, dass wir jetzt den guten Fußball an der Haftstraße sehen können. Den wollte ja Terodde wahrscheinlich gucken, aber wie gesagt, abgesehen davon war das, glaube ich, nicht so konkret. Die Presse hat ja jetzt schon geschrieben und auch Dabro hat Arslan jetzt ja in der Presse irgendwie gelobt. Das machst du ja nicht einfach so. Ansonsten hätte er ja gesagt, wenn nichts dran wäre, zu Gerüchten äußere ich mich jetzt nicht zu Spekulationen. Er hat ihn ja explizit gelobt, hat gesagt, naja, da gab es vielleicht so ein paar Vorfälle, aber da gehören ja auch immer zwei Seiten dazu. Und er ist eigentlich ein ganz korrekter, hat er gesagt, weil die RWE-Fans haben ja den noch so ein bisschen anders in Erinnerung, ne, aus und Björn Rother hat ihn ja auch, glaube ich, nicht ganz so gut in Erinnerung, ne? Durch diverse Punkte. Ja, da hat er ein bisschen provoziert auch, ne? Und ja, ich denke, man muss da manchmal auch differenzieren, weil sowas kann ja eine eigene Mannschaft auch gut tun, wenn man so einen Spieler hat. Ich meine jetzt nicht einer, der da rumrennt und jeden provoziert, aber Arslan ist ja jetzt auch nicht jemand, der ausschließlich durch Provokation auffällt, sondern speziell in dem Jahr
ja auch durch Leistung überzeugt hat. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, wenn das finanziell im Rahmen unseres Möglichen ist und machbar ist, dann muss man das machen. Also das ist... Aber unabhängig von allen Prognosen und Spekulationen, der hat noch Vertrag in Magdeburg. Mhm. Das heißt, die müssen den erstmal auflösen, den Vertrag. Wenn die den auflösen, ist die Frage, sind da nur wir dran, sind da noch andere Vereine dran, also noch viele Fragezeichen. Genau. Das heißt, spekulieren wir nicht so sehr über eine Person, die noch nicht da ist. Stimmt. Sondern sind wir gespannt auf das, was noch kommen mag. Ja, genau. Auf den anderen Positionen, die du gerade angesprochen hast, noch vorne haben wir ja auch noch Bedarf. Im Zentrum möchten wir noch jemanden holen und auf den Außenbahnen. Ich denke, das sind auch wirklich wichtige Positionen, für die man sich auch ja, Zeit nehmen sollte und auch Zeit nehmen kann. Klar müssen wir jetzt nicht bis zur letzten Sekunde warten, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, gerade für diese Position, da sucht so gut wie jeder Verein in der dritten Liga und da fischen wir alle mehr oder weniger im gleichen Becken und gerade vor Ende der Transferperiode kommt ja doch nochmal viel Bewegung rein und da haben wir ja auch schon den einen oder anderen Spieler verpflichtet, wenn ich mal jetzt an Obus denke oder an Leo Wonitsch, die sind ja auch nicht zu Beginn der Vorbereitung bei uns gewesen. Götze auch sehr spät gekommen, ne? Götze auch spät gekommen, das sind ja alles Leistungsträger bei uns geworden, ne? Von daher, ja, finde ich, sind wir ganz gut im Soll dafür, dass wir noch ein paar Spieler brauchen. Also das Transferfenster öffnet offiziell erst am Montag. Also wir sind da wirklich gut aufgestellt schon. Und ja, die Spieler, die fehlen, die werden schon noch kommen. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir werden jetzt nicht ohne, wir werden jetzt nicht mit 16 Spielern in die Saison gehen oder 17. Ja, also... Ich finde, nach dieser ganzen Panikmache von, was weiß ich, diversen Portalen, also eigentlich nur einem diversen Portal, haben die Neuverpflichtung eigentlich wieder den RWE-Fans Mut gegeben, sag ich mal so. Und für eine positive Stimmung eigentlich gesorgt. Jetzt wurde auch noch irgendwie bekannt gegeben, dass der Trikotsponsor IFM jetzt wohl die Zusammenarbeit verlängert hat. Basti, ich danke dir für deine Analyse. Machen wir einen Cut an der Stelle. Ja. Und ja, was die Zukunft zeigt, wird man sehen. Wir bleiben positiv. Nur der RWE. Nur der RWE. Tschüss zusammen.